Zwei schwerverletzte Autofahrer sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagabend. Gegen 22 Uhr fuhr ein 18-Jähriger mit seinem Ford auf der B175 in Richtung Lauchau. In einer Rechtskurve bei Niederschindmaß kam er auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal mit einem Skoda zusammen. Die 40-jährige Fahrerin und der Unfallverursacher mussten von der Feuerwehr befreit werden. Sie wurden in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 10.500 Euro. Die B175 war für die Rettung und Unfallaufnahme gesperrt.